Moin. Jo, der liebe Basti vom Expedition Shop hat mich gefragt, ob ich mal das neue Kaiser Begleiter vorstellen möchte. Dieses Modell habe ich vor einiger Zeit, letztes Jahr war das, meine ich, schon als Prototypen in der Hand gehabt. Ich meine, der Miro hatte da ein Passaround angeleiert. Hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen. VG10-Stahl, schöner, schlanker Stachel, gute Performance. Preis sollte damals so um die 80 Euro liegen. Jetzt ist das Modell rausgekommen und hat Gott sei Dank nicht den unsäglichen Namen beibehalten. Kaiser zeichnet ihre Messer ja immer mit KI und dann kommen noch ein paar Zahlen und Nummern hinten ran. Dieses Modell hat jetzt den Namen Begleiter bekommen. Finde ich ganz gut. Ganz ulkig, dass ein deutscher Name gewählt wurde. Aber ich finde es gut. Und Begleiter kann man sich wesentlich besser merken als diese blöden Nummern. Kommt in dieser Kaiser-Box hinten drauf eine Menge Daten. Das finde ich mal ganz gut. Dann brauche ich euch das gar nicht alles gleich runterleiern. Könnt ihr hier alles entnehmen. Anständiges Gewicht mit nur 105 Gramm finde ich sehr gut. VG10-Stahl ist anständig. Liner-Lock. Lange Klinge von 9 cm. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. So rein weiß auf schwarz. Dann packen wir das Ding mal aus. Gibt wieder ein kleines Mikrofasertuch dazu. Noch ein paar Informationen von Kaiser. Was sofort auffällt bei diesem Modell, bei dem fertigen Serienmodell jetzt, ist dieser schöne blaue Ring um die Achsschraube und auch um die Achshülse. Schöner Farbakzent, macht sich richtig, richtig gut. Und wieder mal dieses wunderbar saubere G10 mit einer tollen Struktur. Das fällt schon wirklich sofort auf. Das ist sehr, sehr gelungen. Sieht sehr, sehr sauber aus. Ich habe ja schon unfassbar viele G10-Griffe in der Hand gehabt. Das gefällt mir richtig gut. Gute Struktur, gibt anständig Grip, gefällt mir richtig gut. Kommt jetzt ab Werk. Okay, ich denke mal, ein Tropfen Öl dürfte da einiges noch bringen. Ist aber okay, lässt sich aufschnippen, hakelt nicht doll. Das passt schon ab Werk, die Einstellung. Vor allem haben wir eine wunderbar zentrierte Klinge. Schon ziemlich mittig. Kann man bestimmt auch noch perfekt mittig einstellen, aber das passt schon so ganz gut. Wir haben den Pocket Clip, satiniert, poliert. Ich glaube, da hat sich nichts getan. Ich meine, der sieht noch genauso aus wie beim alten Modell. Ebenso die Fangriemenöse ist gleich geblieben. Und die wunderbar polierten Stahlliner. Das macht schon eine Menge her. Fit and Finish ist sehr gelungen bei diesem Messer. Bei dieser Klinge haben wir halt so eine titannitrierte Klinge. Mit dem VG10-Stahl, guter Stahl, sehr beliebter Stahl, schöne Wahl. Klingenstärke wurde angegeben 3,2 mm, verjüngt sich aber schön zur Spitze hin, schöner Flachschliff runtergezogen. Das war damals ein sehr, sehr anständiger Slicer, hat eine gute Arbeit gemacht. Liner-Lock macht ganz, ganz sauber dicht. Für mich Kaiser-Spezialität. Das Einstellen vom Lock, da hatte ich seltenst Probleme bisher. Das haben die einfach gut drauf. Und auch bei diesem Modell, das war auch damals bei dem Modell sehr, sehr gut. Und auch hier jetzt wieder wunderbar. Schönes Messer, kann ich nicht anders sagen. Wirklich, wirklich, wirklich ein schönes Messer. Ja, da kann man bei dem Preis schon mal zuschlagen. Wer ein schlankes Einhandmodell sucht mit einer fähigen, brauchbaren Klinge, die wirklich halt eine anständige Länge hat mit 9 cm, sichere Verriegelung und überhaupt sich an dieser schönen Verarbeitung, an der schönen Optik erfreuen möchte, der ist mit diesem Kaiser-Begleiter wirklich, wirklich gut beraten. Gefällt mir richtig gut. Das ist glatt ein Messer, das würde ich sofort aufnehmen unter die Top-Messer
gute EDC-Folder unter 100 Euro. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wirklich schick. Das ist eine schöne Idee mit diesem kleinen blauen Ring. Richtig, richtig toller Eyecatcher. Diesmal haben wir auch eine schöne, schöne Schneidphase. Beim letzten Mal war es auch anständig scharf, aber die Schneidphase wurde ein bisschen verhauen. Die ist diesmal völlig okay. Sehr schönes Messer. Ja, wie gesagt, wer Interesse dran hat, Link zum Bezug Expedition findet ihr in der Videobeschreibung. Cooler, cooler Stachel. Gefällt mir. Alles klar. Ja, das war das Kaiser Begleiter. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.